Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten. Das Carb-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Apelmann C550. Das Modell von Apelmann ist unauffällig und gut versteckt von außen. Der Bau ist zwar nicht sehr schlank, der gute Positiop 01F5C950 Insulation und Formgebung macht die Kamera erscheinen wie ein Teil der Rückspiegel oder ein Regensensor. Dank der Nophatic Plus Abdener-Kippsätze in Verbindung mit 170 Weitwinkel und eine maximale Auflösung von 1920x1080p mit 30 Bildern pro Sekunde ergibt sich eine insgesamt sehr gute Bildqualität. G-Sensor, WDR, Lob-Aufnahme, Bewegungserkennung und nahtlose Daueraufzeichnung bieten eine breite Palette von Anwendungen, von der Überwachung zur Erfassung von kompletten Fahren. Der größte Vorteil dabei ist sicherlich, dass neben der Hauptkamera noch mit 580p Auflösung Rückfahrkamera im Set enthalten ist. Umzug auf Nummer 4 haben wir die E-Tracker GS6000. Wenn Sie Ihre Kamera mit GPS im Auto ausgestattet sein wollen, sollten dann Sie bei der GS6000 A7 aus E-Tracker suchen. Die Kamera glänzt mit hervorragenden Eigenschaften und technischen Details und ist daher bestens geeignet für fortgeschrittene und anspruchsvolle Anwender. Dies spiegelt sich auch in der relativ hohen Preis. Die Kamera kann Videos in einer Auflösung von bis zu 2304x1296 Pixel deutlich über Full-Qualität aufnehmen. Darüber hinaus, Mikrofon, G-Sensor, Bewegungssensor und GPS-Filter, Infrarotbeleuchtung und GPL, AV und HDMI-Ausgang an Bord. Diese umfangreiche Ausstattung lässt keine Wünsche im Prinzip offen werden, weil sie die GS600 wie eine Überwachungskamera und für qualitativ sehr hochwertige Filmsequenzen aufnehmen können. Auf Platz 3 haben wir die Torquad Mini. Torquad Budget, das Cam ist nicht ganz so kompakt wie ein Steadicam, aber es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Geld und gute Ausstattung, sodass es für die meisten Anwendungen geeignet. Die Kamera löst mit Full-Auflösung und hat auch eine Infrarot-Nachtsicht-LED, so dass auch bei Nachtaufnahmen noch erkennbar sind. Das Objektiv ist ein 120-Weitwinkel-Objektiv, die gute Abdeckung und übermäßige Berichterstattung über den aufgenommenen Bereich bereitstellt. Fotografieren das Modell mit bis zu 12 Megapixel sowie eine Lagerung. Mittlere Mikroskarten kommen mit bis zu 32 Gigabyte verwendet. Ob Aufnahme können Sie 3, 5 oder 10 Minuten Schüsse auf einen Knopfdruck starten. Wenn die Kamera dauerhaft durch das Auto mit Strom versorgt wird, startet es automatisch, wenn der Motor eingeschaltet ist, und beendet die Aufzeichnung, wenn Sie aus dem Auto einschalten. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Autovox X2. Das Modell der Autovox ist ein 140 Weitwinkel, das kam mit Rückfahrkamera, die für den Rückspiegel ausgelegt ist. Es ist einfach gerollten Gummibänder, wodurch die Installation sehr einfach. Im Test funktionierte das sehr gut auf einem S-Max. Da es nicht so einfach von außen zu sehen ist, sehen Sie es sogar als Tarnung-Kamera trotz seiner Größe. Die Kamera ist an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Dies ist kein Problem mit den Fortis Max, da gibt es einen anderen Anschluss in der Mittelkonsole, damit das Kabel nicht an der Vorderseite des 12-Volt-Steckdose eingesteckt bleiben und es stören. Trotz der vorhandenen Batterie sollte das Gerät dauerhaft mit Strom versorgt werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Apelmann C550. Als Sieger der Prüfung und somit beste des Cam setzte sich das kompakte und unauffällige Modell der E-Tracker. Es konnte durch die gute Videoqualität trotz kleiner Bauweise überzeugen und bietet eine gute technische Ausstattung, sondern ist auch preislich im oberen Mittelfeld.
Die Kamera verfügt über eine gummierte Gehäuse, das nicht von außen kaum sichtbar auffällt. Die 2,7 Display zeigt die Kamera bildgenau und kann bei Bedarf ausgeschaltet werden. Dank der Weg- und Schrägstrich- oder Geschwindigkeitsgeber und Vierfach-Zoom passen Sie die Kamera genauso, wie Sie es brauchen. So kann es hervorragend als eine Überwachungskamera oder Videos von der Fahrt bei Bedarf verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass die G-Sensor schaltet nur, wenn eine Person etwa 1 Meter von der Kamera entfernt ist. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren. We'll be right back.